Hallo und herzlich willkommen bei Survival Plan. Diese alte und heruntergekommene Wochenendbaracke werden wir in den nächsten Monaten in eine ansehnliche Prepperhütte verwandeln. Es gibt weder Wasser noch Strom und ein Kanal ist auch nicht vorhanden. Das vorhandene Gasheizgerät ist nicht mehr funktionstüchtig und die Einrichtung hat die besten Jahre hinter sich. Da hier über viele Jahre nichts instand gehalten wurde und die Hütte über 50 Jahre alt ist, wird uns wohl so manche Überraschung erwarten. Und ihr werdet vom ersten bis zum letzten Handgriff mit dabei sein. Wir haben bereits Ende Oktober und da der Winter in dieser Gegend oft etwas strenger ausfällt, werden wir in diesem Jahr außen nur das Allernötigste machen und uns vor allem um den Innenbereich kümmern. Trotzdem wollen wir euch schon mal den aktuellen Zustand zeigen. Das Dach schaut noch recht gut aus, muss nur einmal ordentlich gereinigt werden. Die Eintönung der Terrasse ist morsch und wird wohl ersetzt werden müssen. Das Fenster schaut soweit noch gut aus, benötigt nur, wie die restliche Hütte, etwas Pflege und neue Lasur. Außerdem müssen rund um die Hütte lose Äste entfernt und einige Ausbesserungsarbeiten durchgeführt werden. Damit ihr einen Überblick über die Kosten bekommt, werden wir die Ausgaben zwischendurch einblenden. Als erstes begutachten wir also die vorhandenen Schäden und Mängel im Innenbereich. Nicht zu übersehen ist bereits die herabhängende Deckenisolierung in Form von Styroporplatten. Theoretisch wollten wir euch an dieser Stelle zeigen, wie wir die Hütte ausräumen. Praktisch hörten wir aber schon beim Betreten eigenartige Geräusche aus der Deckenverkleidung. Also haben wir den Plan geändert und gleich mit dem Entfernen der Dämmplatten begonnen. Der Grund für die Geräusche war schnell gefunden. Mäuse hatten sich in der Deckenverkleidung eingenistet und waren von unserer Arbeit wenig begeistert. Etwa 20 Mäuse sprangen nach und nach von der Decke und suchten das Weite. Unter den Styroporplatten kamen dünne Dekorplatten zum Vorschein. Diese waren teils lose und manche fehlten schon. Auch die Lattenkonstruktion darunter ist nicht in Ordnung. Dazu mehr im nächsten Video. Als nächstes haben wir die entfernten Styroporplatten entsorgt, um Platz zu bekommen. Jetzt ging es endlich daran, die alten Möbel auszuräumen, denn es wurde vieles zurückgelassen. Unter anderem eine uralte Erste-Hilfe-Box, ein 20 Jahre altes Telefonbuch und ein Kartenspiel, das man wohl als nicht politisch korrekt bezeichnen muss. Was das hier sein soll, haben wir bisher nicht herausgefunden. Irgendwie erinnert es an eine Mausefalle oder ist es eine Laterne? Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Die komplette Einrichtung musste leider entsorgt werden. Die Mäuse und die jahrzehntelange Nutzung haben ihre Spuren hinterlassen. Die selbstgebauten Möbel waren teils genagelt, teils verklebt und verschraubt. Die Demontage war entsprechend aufwendig. Die Teile werden bis zum Abtransport auf der Terrasse zwischengelagert. Wie hier zu sehen ist, fehlen auch Teile der Wandverkleidung. Darum kümmern wir uns aber später. Erst einmal muss die Hütte komplett leer werden. Das alte Gasheizgerät haben wir ebenso demontiert, wie alles andere an den Wänden befestigte. Das gilt auch für die Reste der selbstgebauten Sitzbank. Die Möbel haben wir zerlegt und abtransportiert. Jetzt war ausreichend Platz, sich um die restliche Deckenverkleidung zu kümmern. Die Querlatten waren großteils bereits locker, deshalb haben wir diese komplett heruntergenommen. Bei den Dekorplatten sah es auch nicht besser aus, also kamen auch die runter. Die an manchen Stellen herunterhängende Folie werden wir später befestigen. Diese zu erneuern wäre ein zu großer Aufwand. Nach der ganzen Arbeit musste erst einmal sauber gemacht werden. Es ist noch lange nicht perfekt, aber wenigstens etwas ordentlicher. Als nächstes wollten wir uns um die Wandpaneele kümmern. Hier stellte sich die Frage, alles runternehmen oder nur kaputte und fehlende Paneele ersetzen.
Schlussendlich haben wir uns dafür entschieden, die alten Paneele an der Wand zu belassen. Fehlende Paneele werden wir günstig ersetzen und danach eine neue Lage Paneele darüber anbringen. So sparen wir eine Menge Arbeit und der Platzverlust ist minimal. Tagsüber ist es bereits ziemlich kühl und zunehmend neblig. Der Herbst zeigt sich von seiner besten Seite. Zeit, sich über Beleuchtung und Heizung für die Hütte Gedanken zu machen. Heute ist Verstärkung eingetroffen. Meine Mädels unterstützen mich, wann immer Zeit ist. Die bisherigen Arbeiten hatte ich noch alleine durchgeführt. Zu dritt geht alles viel schneller und einfacher. Auch weil wir ein seit Jahren eingespieltes Team sind. Und unsere Hunde waren natürlich auch dabei. Unser Flo hat die Bauaufsicht übernommen und Ghost hat schon mal Material gesammelt. Meine Frauen waren derweil auch fleißig. Nach dem Frühstück ging es dann wirklich ans Werk. Die kleinen Nägel, mit denen die Dekorplatten fixiert waren, hat Sophie entfernt. In der Zwischenzeit hat Karin die für den Abtransport zu langen Holzleisten zersägt. Die Kosten beliefen sich bisher auf exakt 3 Euro für die Entsorgung des Styropors. Die erste große Ausgabe bleibt aber nicht aus. Ein Gasheizgerät inklusive Gasflasche und Füllung aus dem Baumarkt hat uns 190 Euro gekostet. Die 50 Euro Kaution für die Gasflasche nicht eingerechnet. Wir haben uns bewusst für ein teureres Modell entschieden, da dieses einen Abschaltthermostat besitzt. Ist die eingestellte Temperatur erreicht, schalten andere Geräte auf eine geringere Leistung zurück, verbrauchen aber weiter relativ viel Gas. Unser Gerät schaltet sich ab, nur die Zündflamme brennt weiter. Der Gasverbrauch ist somit minimal. Die Gasheizung besitzt außerdem eine Zündsicherung sowie eine Sauerstoffmangelsicherung. Die Zündsicherung verhindert das Austreten von Gas, wenn die Zündflamme erlischt. Bei der ersten Benutzung kann es übrigens zu einer leichten Rauchentwicklung kommen. Darum haben wir das Heizgerät im Freien getestet. Und dann kam, was kommen musste. Die Damen mussten mal. Und aus irgendeinem Grund waren sie vom vorhandenen WC nicht so sehr angetan. Dabei sieht es doch so richtig einladend aus. Aber seht selbst. Damit hatte ich natürlich schon gerechnet und eine ordentliche Campingtoilette besorgt. Die alte Toilette werden wir demnächst demontieren und uns eine ordentliche Lösung einfallen lassen. Am Nachmittag haben wir den Bereich um die Hütte etwas aufgeräumt, sowie das Dach und die Dachrinne grob gereinigt. Über den Winter muss das reichen, im Frühling geht es außen weiter. Im Innenbereich wird schon in den nächsten Tagen weitergearbeitet, doch die Tage werden deutlich kürzer und somit ist für heute erst einmal Schluss.